Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen ihren Horoskopen anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Seirialide, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die einzelnen Lebensbereiche. Und jetzt geht das um Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang. Das ist dein Lagna oder Aszendent. Das beeinflusst dein Aussehen, deine Persönlichkeit, dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Das war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat hier im Erdenleben und begleitet dich bis zu deinem Lebensende. Ich könnte sagen, das ist wie ein Kostüm, was du trägst und das gehört zu dir. Du bist ein Kind davon. Aszendent ist Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement. Und das hat auch mit Materie etwas zu tun. Auch mit Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität. Das sind deine Grundbedürfnisse. Danach strebst du auch, angekommener zu sein. Außerdem, die Tierkreiszeichen Steinbock hatte einen Bezug zum Zielsetzung und das, was du lernst auch, wie wichtig das ist, in dein Leben Ziele zu haben und in diesem Weg zu gehen, deine Ziele zu erreichen. Über diese Tierkreiszeichen herrscht Saturn, der große Lehrmeister. Und in jungen Jahren ist das streng und hart. Das ist ein harter Lebensweg, wie du das gestartet hast. Aber das Gute daran ist, dass in zweiten Lebenshälfte wird das alles einfacher. Vieles verstehst du und kannst dein Leben in Ordnung bringen. Ich erzähle etwas über Saturn. Astromedizinisch ist Saturn zu unserem Knochensystem, zu unserem Skelett zugeordnet. Auch unserem Zähne steht auch im Saturn-Einfluss. Und Zähne symbolisieren Durchbeißen im Leben. Außerdem herrscht Saturn astromedizinisch über die Haut und unsere Haut gibt eine Form für unseren Körper. Außerdem schützt uns von äußeren Einflüssen, grenzt auch was ab. Und das ist die Essenz von Saturn, ein Halt zu geben, Schutz zu geben, vielleicht begrenzt fühlen wir bei Saturn-Einfluss. Das kann sein, dass Saturn uns eingrenzt, aber wir haben dann Lernaufgabe dabei. Und Saturn möchte, dass wir etwas in Form bringen. Und hier stehst du im Saturn-Einfluss, weil Saturn herrscht über den Steinbock. Saturn herrschte im goldenen Zeitalter und das war noch der paradiesische Zustand.
Nicht umsonst haben die römischen Kaiser alle Saturn verehrt. Das war geprägt in Goldmünzen, auch in diesem kaiserlichen Thron, weil sie wussten, Saturn ist irgendwie in Verbindung zu diesem idealen Zustand und auch Reichtum. Ich nenne das mal wie ein Stück Erde aus diesem Paradies, was die Steinbock zeigt. Aber wie kannst du in diesem Paradies leben? Wie holst du dieses Stück Erde in dein Leben? Und Erde bedeutet auch Realität und Taten, das ist keine Träumerei. Wenn du Ziele hast, wenn du Ziele hast und dass du nicht aufgibst und zeigst Geduld und Ausdauer, bis du deine Ziele erreichen kannst, dann hast du ein Stück paradiesische Erde erschaffen in dein Leben. Die zweiten Lebensbereich hat mit Werte was zu tun. Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Energetisch hängt das Hand in Hand zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, dann hat auch nicht verdient, dann bestimmt selbst auch die Finanzen mit diesem Einstellung, hat immer weniger Geld, wie zum Beispiel jemand sagt, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das im Besitz. Ändern die Gedanken, ändern auch die Sätze, wie wir formulieren etwas. Außerdem das Selbstwertgefühl ist auch wichtig, auch die Wertschätzung, Verlangen von anderen und auch entgegenbringen. Respektieren anderen, vorausgesetzt ist, sie haben das verdient. Und hier sind auch die Finanzen. Hier hast du die Wassermann. Die Zeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Und das vermittelt Leichtigkeit, ein gewisser Freiraum. Und mit dieser Leichtigkeit kannst du überlegen, wie zu diesen Werten stehst und regelst die Finanzen. Über Wassermann herrscht Uranus, auch Saturn, aber auch Uranus. Und Uranus gibt hier die Färbung. Und Uranus zeigt uns etwas, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Du brauchst dieses Gefühl, diese Werte entdecken in dir. Wenn du das verinnerlichen kannst, dann kommst du im Einklang auch zum Werte, auch zum Finanzen. Das kann natürlich auch bedeuten, dass du außergewöhnliche Art und Weise zum Geld kommst. Der dritte Lebensbereich zeigt sich die Kindheit, die Schulzeit. Wie war die Verbindung zu deinen Geschwistern, zu anderen Kindern? Wie hast du das erlebt? Das Lernen, welche Erinnerungen hast du hier? Wie hast du gelernt? Wie hast du die Schulzeit empfunden? Hast du dich durchgesetzt damals? Und diese Erinnerungen bleiben. Und das zieht sich wie roter Faden in unserem Leben. Und wenn wir damals nicht durchsetzen könnten, dann müssen wir das später lernen, im Berufsleben. Oder in Verbindung zum Verwandten müssen wir oft auch durchsetzen. Hier hast du die Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement steht zu unseren Gefühlen. Und in diesem Sternbild sind es zwei Fischen. Astronomisch heißt das den südlichen Fisch und den nördlichen Fisch.
die sind aber miteinander verbunden. Alpberg ist der Stern, die beide Fischen miteinander auch verbindet. Aber die Richtung ist anderes. Und das kannst du so vorstellen. Das heißt, Wasserelement, das hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Und die beiden Fischen schwimmen in diesem Wasser, schwimmen in Gefühlen. Die eine Richtung ist, die eine Fisch, die ständig Angst hat, die zweifelt an sich selbst, zweifelt an allem und dann hat noch Selbstmitleid und alle leiden mit und ist ständig in diesem Leid drin. Ich würde sogar behaupten, dass es Menschen gibt, die das auch genießen und festhalten an diesem Angst und diesem Leid, weil endlich bekommen sie dann Aufmerksamkeit, bekommen sie Streicheleinheiten und das tut in dem Moment gut. Aber eins merken sie nicht, dass die Angst diese Zweifel blockiert, geht überhaupt nichts voran. Und die Energie, diese Gefühle wie Angst, zieht die Energie nach unten und dann ist in Sumpfgebiet. Und dann was kommt? Depressionen, Alkohol, Drogen, das ist dann die Endstation. Dann ist vorbei, wenn man nicht umdreht und ändert etwas im Leben. Und das ganze Geheimnis liegt in diesem 180 Grad drehen und entdecken in diesem Tierkreiszeichen, dass noch ein zweiter Fisch auch schwimmt in diesem Wasser. Und wenn man das wahrnimmt und lebt mit diesen Gefühlen, wir sind im Gefühl, mit unseren Emotionen haben wir hier was zu tun, dann lebt ein Traum. Und hier ist die Reichtum verborgen, in diesem Fischen, ist die Reichtum verborgen. Statistisch gesehen sind die meisten Bankier im Tierkreiszeichen Fischen geboren. Sie schwimmen wortwörtlich im Geld. Und ich sage dazu, sie haben das auch verdient. Ich könne das, weil sie wissen, wie das geht. Und wir können davon lernen. Weil sie haben eine Vorstellung davon. Sie können das vorstellen, im Reichtum zum Leben. Und sie glauben das. Und genau daran liegt die ganze Wunder, die Vorstellungskraft. Und diese Glauben und die Vertrauen das auch. Und sie haben diese Schlüssel im Hand, weil sie wissen ganz genau, das kommt auch so. Und diese großartige Glauben und dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen ist hier in Fischen. Aber dann loslassen, loslassen und geschehen lassen. Und hier lernt man etwas im dritten Bereich, Lebensbereich. Das ist die Schule des Lebens im Erwachsenenalter. Und das, was du hier lernen kannst, es ist nicht nur die finanzielle Reichtum, sondern das geistige Reichtum, das glücklich zu sein, deine Träume zu verwirklichen. Im vierten Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format betrachte. Ich vergleiche das mit einem Baum. Und dann könnte ich das sagen, das ist die Wurzel des Baumes. Und hier fühlen wir uns verwurzelt. Das sind unsere Ahnen, unsere Traditionen, unsere Herkunft, unserem Zuhause. Das ist die Basis. Das ist die Fundament und auf dieser Basis kann man das Leben aufbauen. Und da kehrt man immer wieder hier zurück, weil das gibt Kraft, das gibt Halt in unserem Leben
Und hier sind auch unserem Zuhause, aber nicht nur das, sondern alle, was mit Immobilien zusammenhängt. Hier hast du die Widder. Die Widder ist kämpferisch. Natürlich kann das bedeuten, dass dein Herkunft, wie du das erlebt hast, war viel Kampf auch dabei. Und musstest du dich immer behaupten und durchsetzen. Aber später, im zweiten Lebenshälfte, ist es auch möglich, dass dich mal ein anderes Haus begeistert oder einen anderen Ort dich begeistert, dass hier auch mal öfters ein Wohnwechsel stattfindet. Der fünfte Lebensbereich ist die Kindheit. Die eigenen Kinder, Enkelkinder, die eigenen Kindheit, auch das innere Kind. Und dieses innere Kind sollen wir auch pflegen. Immer wieder zu uns selbst mal sagen, ah, das hast du so toll gemacht, ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Das stärkt uns innerlich. Und von Kindern können wir vieles lernen, weil sie zeigen uns etwas. Man beobachtet, wie sie spielen. Und wir brauchen das. Wir brauchen diese Leichtigkeit. Vielleicht nicht in jedem Lebenssituation. Ist nicht immer passend. Aber oft hilft das uns. Und hier ist die schöpferische Kraft, die Kreativität. Hier ist die Lebensfreude. Und hier hast du die Stier. Und die Stier zeigt wertvolle Dinge und zeigt, nimm das im Besitz. Natürlich hat die Stier auch einen Bezug zum Geld, aber hier ist für dich wichtig, sei ein Kind in dein Leben, mach dein Leben schöpferisch, genieß die Lebensfreude, genieße das, genieß dein Leben. Das ist für dich wertvoll und diese Werte zeigt die Stier, auch die Besitz. Nimm das im Besitz. Stell dir vor, dein Leben ist wie ein Theater. Und du wählst diese Bühne aus. Du dekorierst das alles. Du wählst die Schauspieler aus, du wählst die Kostüme aus, du schreibst die Drehbuch, du führst die Regie, du bestimmst das alles. Und das Wichtigste ist in diesem Theater, du spielst die Hauptrolle. Du spielst die Hauptrolle, weil du stehst im Mittelpunkt in dein Leben. Nimm das im Besitz und genieße das. Mach das kreativ. Im sechsten Lebensbereich ist der Alltag. Wie bewältigst du den Alltag? Auch deinen Pflichten, auch deine Arbeit und Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Und hier hast du die Zwillinge. Und weil ich dein Horoskop kenne und hier hast du karmische Themen, ich erzähle die mythologische Geschichte dazu, weil das, was dich befreit, so viel kann ich mal verraten. Es gab eine Königin, eine wunderschöne Frau, Leda hieß sie. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Sie war aber verheiratet mit dem König von Sparta. Und Leda wurde von ihm aber auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Dann kam die Zeit, dass Kastor sterben musste und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ja, ich will auch sterben, weil ich will meinen Halbbruder nicht alleine lassen. Bis jetzt waren wir immer verbunden
und ich möchte bei ihm bleiben. Und Zeus sagte, nein, ihr braucht nicht sterben. Ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen unsterblich gemacht und hat er beide im Himmel gesetzt. Und sie leuchten im Zeichen Zwillingen. Castor und Pollux. Und die sind miteinander verbunden. Und diese Geschichte erzählt uns etwas sehr Wichtiges. Wir Menschen, auch die Tiere und Pflanzen, bin ich davon überzeugt, aber wir bleiben bei uns Menschen. Wir Menschen haben eine Seele. Und diese Seele ist in unserem Inneren. Und das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Also eine göttliche Herkunft, könnte man so mal sehen. Eine göttliche Funke in uns, in unserem Inneren. Und das ist dieser unsterbliche Teil, was Pollux uns zeigt. Und unsere Seele wählt einen Schicksalsweg aus, hier auf die Erde, weil braucht das. Etwas lernen oder sich entfalten, die Seele braucht das. Also wählt ein Schicksalsweg aus. Und das ist begrenzt, das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt und hat ein Ende und das ist unser Tod. Und das ist dieser menschliche. Und das ist Castor, die Zwillinge. Die beiden sind aber miteinander verbunden. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper und kehrt zurück zum Gott. Und das ist diese Seelenreise. Und so lange sind wir in diesem Schicksalsrad drin, bis wir befreit sind von Karma. Das sind die karmischen Lebenswege, Schicksalswege. Und wie befreien wir uns? Mit diesem Bewusstsein, dass wir ein Teil sind von der göttlichen Schöpfung, einen höheren Bewusstsein. Und hier kommt die Luftelement, diese Leichtigkeit, das Spielerische, was die Zwillinge uns auch zeigen. Glücklich zu sein. Befreit zu fühlen, befreit von Angst, von Schuldgefühl, all von diesen Gefühlen, einen höheren Selbstbewusstsein haben, glücklich zu sein. Ich kann das nur so sagen, glücklich zu sein, unserem Leben so gestalten nach unserer Vorstellung. Wenn du betrachtest dein Aszendent hier, Steinbock, und das bedeutet, in diesem Moment, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang steigt nach oben. Im selben Moment geht die Tierkreiszeichen Krebs in Westhorizont nach unten, wie ein Sonnenuntergang. Aber in dem Moment sind sie noch gegenüber. Und im Geburtsmoment schaust in diese Richtung und das ist ein Spiegelblick hier. Und da zeigt sich etwas und das ist dein Seelenpartner. Du schaust in diesem Spiegel. Und die Kinder bis etwa im dritten Lebensjahr haben noch diese Erinnerungen, später nicht mehr, weil das Ganze wie in einem Sonnenuntergang geht nach unten. Und die untere Teile, das Horoskop, zeigt das Unbewusste. Und das obere Teil zeigt das Bewusste. Und hier hast du die Krebs. Das ist auch Wasserelement. Also handelt sich mit Gefühlen. Die Krebs zeigt ein Zuhause.
Und du wirst auch angekommen sein. Das spiegelt dann dein Seelenpartner, wo er dann dir diese Zuhause bietet. Es ist nicht nur diese materialistische Dinge, ein Haus zu besitzen oder eine Wohnung, sondern das Gefühl zu haben, hier handelt es sich um Gefühle, dieses Gefühl zu haben, ah, endlich bin ich angekommen. Und Krebs zeigt die Geburt von etwas. Das ist nicht nur die Geburt von Kindern, sondern wenn wir etwas vorstellen, weil wir das erreichen möchten, weil wir Wünsche haben, das muss auch erstmal geboren werden. Und wie wird das geboren? Durch Wasser, durch Gefühle. Wenn wir davon Angst haben, wenn wir daran zweifeln, und das sind auch Gefühle, dann wird das nichts, dann wird das nichts. Mit positiven Gefühlen wird das etwas. Und Krebs ist wie Geburtswasser. Positiven Gefühlen liegen die schöpferische Energie. Mit diesen Gefühlen wird das was. Und dazu gehören Dankbarkeit, Begeisterung, Hingabe, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe. Mit Liebe etwas gestalten. Und das, was deine Seele sucht, diese Art von Partnerschaft, natürlich ist das auch sehr feinfühlig, hilfsbereit, fürsorglich und bietet ein Zuhause. Das sind was man erwartet im Praktischen von der Partnerschaft. Aber achte auf die Gefühle auch. Du brauchst das Gefühl zu haben, das ist mein Zuhause. Hier fühle ich mich geborgen. Hier bin ich beschützt. Hier fühle ich mich wohl. Und das, was deine Seele sucht oder braucht, ich könnte vielleicht mal so sagen, das, was deine Seele braucht und das findest, diese Zuhause, angekommen zu sein, das findest du in Partnerschaft. Im 8. Lebensbereich ist der Tod. Natürlich hat das mit Tod, mit Todesfall, mit Erbschaft auch etwas zu tun. Ganz klar, dazu kommen noch Themen wie Finanzen, jetzt nicht die Bankkonto, die Kontostand, sondern andere Art von Verbindung zum Geld, wie zum Beispiel Investitionen, Spekulationen, Erbschaften, das Geld von Partnern oder Banken, Versicherungen, Finanzamt. Diese ämtlichen Themen sind hier im 8. Lebensbereich. Außerdem, hier handelt sich auch noch etwas und das vermittelt die Pluto-Energie. Und das heißt Aufräumen in unserem Leben. Und das kannst du so vorstellen. Dein Leben beginnt mit deiner Geburt. Du kommst nicht mit leeren Händen, sondern du hast karmische Erinnerungen. Ich vergleiche das mit einem Rucksack. Du hast diesen Rucksack dabei. So mit diesem Rucksack bist du geboren. Natürlich meine ich das jetzt symbolisch. Und in diesem Rucksack ist alles drin, was du schon erlebt hast im früheren Leben. Und dann beginnt dein Erdenleben. Und machst Lebensschritte, Lebenserfahrungen, dann kommen auch Gefühle dazu, Begegnungen. Und dann füllt sich dieser Rucksack. Wenn dich das bedrückt, dann hast du ein schweres Lebensweg. Und hier im 8. Lebensbereich lernen wir etwas und das ist die Pluto-Energie. Wo dann Pluto würde das mal so vermitteln, stopp, bleib mal für einen Moment stehen. Nimm mal diesen Rucksack in Hand und schau mal da, was alles drin ist. Das sind Gedankenmuster, wie zum Beispiel, ich bin das nicht wert. Oder Gewohnheiten. Mir fällt sowas ein jetzt momentan wie Rauchen zum Beispiel, was man gerne aufhören möchte. Also irgendwelche Gewohnheiten, was unpassend ist. Und dann kommt noch dazu Kontakte zum anderen Menschen,
wo dich nicht unterstützen, sondern deine Zeit, deine Energie, deine Kraft rauben. Und seit Jahren willst du Nein sagen und traust es nicht zu. Also von solchen Kontakten auch verabschieden. Oder was kann uns noch bedrücken? Natürlich auch die Gefühle wie Angst oder Schuldgefühl oder Zweifel. Diese Gefühle belasten uns auch und blockieren alles. Und dazu kommen noch Gegenstände im Haus, wo du jeden Morgen an etwas stolperst und stört dich, aber irgendwas hält das fest. An solchen Gegenständen auch verabschieden, weil dich ärgert es jeden Morgen. Warum denn? Dann raus damit. Und das meine ich hier. Einfach mal aufschreiben. Aufschreibe mal, liste mal, was stört mich? Was bedrückt mich? Wovon möchte ich verabschieden? Was soll ich loslassen? Was sind meine Hindernisse? Schreib das alles auf und dann eins nach dem anderen abarbeiten. Und dann passiert Folgendes. Dieser Rucksack wird viel leichter. Das Lebensweg wird einfacher und leichter. Und vor allem, dann hast du wieder Platz drin für neue Begegnungen, zum neuen Lebenserfahrungen, neuen Gefühlen wie Liebe oder Begeisterung. Dann kommt das von alleine. Und hier hast du die Löwe. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem. Und das ist dein Zentralthema. Hier mal aufräumen. Und da lebst du dein Selbst, weil die Sonne symbolisiert auch das Selbst, Selbstbewusstsein. Das ist Sonne, das ist Löwe-Energie. Astromedizinisch steht Sonne mit unserem Auge in Verbindung, also das klar und deutlich sehen und erkennen, und steht auch mit unserem Herz in Verbindung. Warum? Weil die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem und das Herz ist das Zentrum unserem Körper. Und was zeigt unserem Herz? Und das ist das Zentrum unserem Leben, unserem Herzensangelegenheiten. Ich vergleiche das immer wieder mit einer Schatztruhe. Dann kann ich nur sagen, öffnen wir den Herz. Öffnen wir mal diese Schatztruhe. Welche Schätze sind da verborgen? Das sind Berufung, das ist Hobby, das ist Kunst, Kreativität oder Sport oder Reisen oder Fremdsprache oder die Kinder oder die Natur oder Freundschaften oder Liebe, Partnerschaft. Jeder findet was in dieser Schatztruhe. Das, was wir lieben, das verwirklichen, das ist schöpferisch. Und jetzt kommt die neunten Lebensbereich. Hier sind die Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Urlaub, auch höheren Bildung und inneren Reise. Und das ist Spiritualität und religiösen Themen. Wobei ich bin davon überzeugt, wenn jemand spirituell ist, ist mit Gott verbunden. Anderes geht das nicht. Und hier hast du Jungfrau. Und hier brauchst du die Heilung. Oder der spirituelle Weg bringt dir die Heilung. Und Auslandskontakte, ist sehr vernünftig. Machst du so bescheidene Lebenserfahrungen, vielleicht nicht die wichtigste in dein Leben, aber du findest da oder bringst da etwas in Ordnung. Oder in eine Reise würde das vermitteln, dass du spirituelle Lebenserfahrungen machst oder kommt bei dir die Heilung. Die zehnte Lebensbereich ist der höchste Punkt des Horoskopes, das Krone des Baumes und zeigt, wie wir Anerkennung bekommen, zeigt unsere Ziele. Wie erreichen wir unsere Ziele? Und hier liegt auch die Berufung. Hier hast du die Waage. Du erreichst deine Ziele, wenn du im inneren Gleichgewicht bist. Deine Berufung muss etwas kreativ sein. Kunst, Kreativität, du liebst auch das Schöne, das zu verwirklichen.
und du verdrehst die Gerechtigkeit. Das ist auch ein zentrales Thema bei dir. Im 11. Lebensbereich sind die Wünsche und Hoffnungen, aber auch Freundschaften und soziale Kontakte mit Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind. Und hier hast du Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört auch zum Wasserelement und hier handelt es sich auch um Gefühle. Und Skorpion zeigt die Wandlung, die Erneuerungsprozesse, die Transformation. Und das kann ich so erklären. Es gibt im Gefühlsebenen zwei Systeme. Grundverschieden, die eine System hat mit dem anderen überhaupt nichts, aber gar nichts zu tun. Die eine System sind die positiven Gefühle. Dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit, Hilfsbereitschaft und Liebe. Das hat einen göttlichen Quell, das ist schöpferisch. Die anderen Systeme, was grundverschieden ist, da sind die negativen Gefühle. Und dazu gehören Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid und Hass. Das sind die negativen Gefühle. Neid und Hass ist die tiefste. Das ist zerstörerisch. Die anderen Gefühle wie Angst oder Wut oder mal Schuldgefühl kennen wir alle. Ist auch menschlich. Aber in dem Moment, wenn wir diese Gefühle zulassen, bewegen wir uns in Grauzone. Wir bewegen uns im Bereich der negativen Gefühle und damit öffnet sich Pandoras Büchse. Und die trojanische Pferd kann jederzeit kommen. Diesbezüglich gibt es einen Film, einen wunderbaren Film, und das heißt Troja. Und in diesem Film wird diesen Gefühlen dargestellt. Das ist einer von meinen Lieblingsfilmen, Troja. Ich kann nur empfehlen. Raus aus den negativen Gefühlen. Wie macht man das, wenn man Angst hat? Man kann das nicht unter den Teppich kehren. Entweder macht man das mit Humor und begrüßen wir. Wir schauen das an und sagen wir zum Angst: Guten Morgen, liebe Angst. Wie schön, dass du mich wieder besucht hast. Das ist aber nett von dir. Aber weißt du was? Ich kann ohne dich auch. Ich lebe angstfrei. Ich brauche dich nicht. Tschüss, Türe zu. Und das befreit, das befreit. Oder die andere Methode ist Umdenken. Weil es geht viel schneller, effektiver. Umdenken an etwas, was zum Lachen bringt oder was uns Freude bereitet. Und dann kommt die Begeisterung, die Lebensfreude, das Lachen und die Angst verschwindet. Und hier ist diese Transformation. Das ist auch die Kundalini-Energie. Das ist zwei Schlangen. Schlangenenergie. Die negativen Gefühle ist die eine Schlange, das zieht alles nach unten und blockiert. Die andere Schlangenenergie steigt alles nach oben. Das ist schöpferisch. Das sind die positiven Gefühle. Und es befreit. Und es steigt alles nach oben wie Phönix aus der Asche. Und so kannst du deine Wünsche, deine Vorstellung leben. Und hier im 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens. Alles, was geheimnisvoll ist, hier zugeordnet. Auch karmischen Themen, auch Rückzug, auch die Ursache an etwas. Und auch die geheimen Feinde. Und hier hast du die Schütze. Aber das erkläre ich noch, weil da hast du schon Themen in diesem Bereich. Sonne befindet sich in dein Horoskop in Jungfrau. Also Reisen, Bildung, Religion, Spiritualität, die Suche nach Sinn des Lebens, die Suche nach Gott ist für dich ein sehr wichtiges Thema. Mond befindet sich hier im Schütze.
Mond symbolisiert die Mutter und die Mutter liegt hier im Verborgenen und damit hast du karmische Themen. Sonne symbolisiert der Vater, Jungfrauzeit, da brauchst du auch Heilung und es ist alles so bescheiden. Die Verbindung zu Vater ist sehr bescheiden. Aber schau mal das an, Sonne und Mond, Halbmond. Du bist kurz vor einem Halbmond geboren. Und das ist Spannung. Jungfrau und Schütze steht in Spannung. Und wie kannst du das entspannen? Das kannst du so vorstellen. Deine Sonne ist im Jungfrau. Und das ist Erde-Element. Das zeigt Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit. Bescheidenheit. Bei Jungfrau kommt es auch Bescheidenheit dazu und Heilung. Unserem Planet Erde bewegte sich in dein Geburtstag hier in Fischen. Und das ist Wasserelement, hat mit Gefühlen was zu tun. Und Mond befindet sich hier im Schütze, das ist Feuerelement. In ein Halbmond steht Sonne, Mond und Erde in Verbindung. Du hast hier wie ein Dreieck. Und verbindet sich die drei Elemente, Erde, Wasser, Feuer. Wir haben aber vier Grundelemente. Die Luft fehlt als Ausgleich. Es fehlt dir als Ausgleich bei dieser Spannung die Luftelement. Und was bedeutet Luftelement? Das ist die Atem. Alles loslassen, was dich bedrückt, dass du endlich aufatmen kannst, dass du zu dieser Leichtigkeit kommst. Das ist Luftelement, befreit zu fühlen. Luftelement steht in Verbindung auch zum Kommunikation. Luftelement vermittelt auch Ideenreichtum. Und damit bekommst du die Krone, das ist das Krone hier, die Krone des Baumes, das Ansehen. So erreichst du deine Ziele. Waage ist Luftelement. Mars befindet sich im Krebs. Und du brauchst einen Mann in dein Leben, der dir ein Zuhause bietet. Wo du das Gefühl hast, endlich bin ich da angekommen. Hier fühle ich mich geborgen, beschützt. Und dieser Mann gibt dir das auch. Mars bedeutet auch durchsetzen, dich behaupten. Und das sind die familiäre Situation. Krebs steht für Familie auch. Merkur handelt, ist auch der Planet der Kaufleute. Vermittelt auch praktischen Wissen und steht auch für Kommunikation, auch Terminen, Verträgen, all das ist in Merkur-Energie und steht in Verbindung zum Kindheit und Jugend. Merkur ist im Jungfrau und das zeigt dein Intelligenz und Wissen. Im neunten Lebensbereich steht die höheren Bildung. Und du hast dieses Bedürfnis, dich zu bilden. Und das ist dein Wissen. Wenn das unterstützt war in deiner Kindheit, dann ist das wundervoll. Wenn aber das unterdrückt war und du dürftest nicht studieren, dann fehlt dir etwas. Das Studium. Jupiter zeigt deine Größe, deine Werte. Jupiter vertritt auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück. Jupiter bringt auch Glück und vermehrt etwas. Und das hast hier im Stier. Jupiter ist aber rückläufig. Und diese Rückläufigkeit bedeutet, hier hast du karmische Themen. Oder Erinnerungen an deine eigenen Kindheit. Aber Jupiter zeigt hier, wenn du dein Leben schöpferisch gestaltest, wenn du kreativ bist, wenn du zu diesem Lebensfreude kommst,
wenn du das zulässt und mit Stierenergie das mal auch genießen kannst, dann hast du Glück im Leben. Wenn das nicht so ist, weil dich behaftet die Kindheit, die Kindheitserinnerungen, dann bremst Jupiter mit dieser Rückläufigkeit. Venus zeigt dich als Frau, deine Weiblichkeit, und das ist im Löwe. Und Löwe steht gerne im Mittelpunkt und Löwe liebt auch die Glanz und das brauchst du als Frau. Und hier hast du die Erneuerungsprozesse, diese Wandlung. Lass das zu. Jungfrau, du bist im Jungfrau geboren, weil dein Sonne im Jungfrau ist. Eher bescheiden, eher zurückhaltend. Jungfrau mag das auch nicht, wenn im Mittelpunkt sein muss. Aber deine weibliche Energie, du als Frau brauchst das, das brauchst du. Dich als Frau wahrgenommen zu werden, im Mittelpunkt zu stehen. Du brauchst diese Glanz. Und hier im achten Haus zeigt diese Venus-Energie, dann lebt das auch. Du musst dich nicht verstecken. Saturn ist auch rückläufig, hast du hier auch karmische Themen oder Erinnerungen auch an deine Kindheit. Saturn belehrt auch und steht hier im Wassermann. Was belehrt dich hier Saturn? Warum hast du hier karmische Themen? Du musst zu deinen Werten stehen und das Verlangen von anderen, dass du Respekt und Wertschätzung bekommst. Und die das dir nicht geben, sondern die von dir verabschieden, ganz einfach. Bring das in Ordnung, steh zu deinen Werten und verbessert sich dadurch auch die Finanzen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, außergewöhnliche Lebens... Uranus ist etwas einzigartig, außergewöhnlich. Und sorgt auch dafür, dass wir solche Lebenssituationen haben oder Begegnungen. Uranus ist im Löwe und das heißt, Uranus zeigt dir persönlich mit dieser Venus-Energie hier im Löwe, du bist als Frau einzigartig und außergewöhnlich und dich kann man nicht mit jemand vergleichen. Leb, das macht das lebendig. Und Uranus herrscht über die Wassermann. Das sind deine Werte. Das steht schon in Verbindung. Sogar das spiegelt auch, weil das liegt gegenüber zweite und achte Lebensbereich. Das spiegelt dir auch. Neptun lässt deine Träume leben, vorausgesetzt ist, du glaubst daran. Wenn du aber nicht das lebst, dann fühlst du dich enttäuscht. Neptun ist hier im Waage und Neptun ist der Planet der Künstler, das sind künstlerische Begabung. Nicht nur Neptun, sondern Waage ist auch künstlerisch, liebt auch das Schöne. Pluto zeigt die Kern der Dinge. Was ist wichtig? Die Fokus. Da sollst du konzentrieren und Pluto ist auch im Löwe. Das ist die Venus-Energie. Das ist dein Venus-Energie. Du als Frau, dann die Liebe und Venus steht auch zum Kunst und Kreativität. Das ist die Fokus. Ich wiederhole. Du als Frau sollst im Mittelpunkt stehen. Du bist als Frau einzigartig, außergewöhnlich. Venus steht zum Liebe. Die Zentrum ist für dich die Liebe. Liebe Partnerschaft, aber nicht nur das, sondern alles, was du liebst. Diese Schatztruhe öffnen, dein Herz öffnen. Und Venus ist die Planet der Kunst, Kreativität, Schönheit, Ästhetik, Harmonie und auch Selbstständigkeit und das lebendig machen. Außerdem hier im Waage stehst auch im Venus-Einfluss, weil über die Zeichenwaage herrscht Venus. Du brauchst es. Dann bekommst du Glanz, dann bekommst du Anerkennung, dann bekommst du Respekt, dann bekommst du Kompliment. Und wenn du kreativ bist, lebst auch deine Berufung. Jetzt kommt Rahu und Ketu. Das ist eine Drache, aber es ist getrennt.
Ketu ist die Drachenkörper, das kennen wir schon. Weil das hat mit unserer Vergangenheit was zu tun. All das, was wir in früheren Leben erlebt haben. Und der Drachenkopf, das wurde abgeschnitten, das fehlt. Dieser Drachenkopf heißt Rahu, das kennen wir noch nicht. Die Seele sucht das. Die Seele sucht diesen karmischen Lebenserfahrung, dieser Weg, weil die Seele braucht es auch. Und dann ist das wieder zusammen, Rahu und Ketu. Und das sollen wir auch finden und vereinen miteinander. Und dann haben wir diese karmischen Wege gemeistert. Dann sind wir Meister über unserem Leben. Ketu, wo dann Erinnerungen sind, alten karmischen Erfahrungen, Erinnerungen, ist hier im Schütze und steht in Verbindung zum Mond. Das heißt, in dem Moment, wo du geboren bist, war Mond hier auf diesem Knoten. Und das sind die karmischen Erinnerungen. Und sogar im 12. Lebensbereich, was auch Rückzug bedeutet, aber auch karmischen Themen. Und Mond steht in Verbindung zum Mutter. Du hast karmischen Verbindung zu deiner Mutter. Ich würde sagen, du kennst sie vom früheren Leben und sie spiegelt etwas genau das, was du brauchst, dass du dich entfaltest, dass du deinen eigenen Weg machst. Und das ist hier in den Zwillingen. Das ist Rahu. Das, was du brauchst in diesem Weg, das, was dein Karma braucht als Befreiung. Und das ist die Zwillingsenergie. Das heißt, dieser höheren Bewusstsein, dass du ein Teil von der göttlichen Schöpfung bist, außerdem diese Leichtigkeit und diese Spielerische, mal ein Kind zu sein, im Alltag das zu verwirklichen, ein Kind zu sein, zu dieser Leichtigkeit zu kommen. Und das ist deine Heilung. Und deine Mama spiegelt dir das, weil ihre Seele weiß ganz genau, was deine Seele braucht. Weil hier habt ihr karmische Verbindung. Mond war in diesem Knoten, in dem Augenblick, wo du geboren bist. Dieser 12. Lebensbereich hat noch eine Bedeutung, zeigt die Schwangerschaft. Wie war die Schwangerschaft bei deiner Mama? Diese 9 Monate. Da musste etwas passiert sein bei ihren Gefühlen. Mond steht auch zu ihren Gefühlen. Und du als Kind im Mutterleib übernimmst ihr Gefühlszustand. Das Kind im Mutterleib spürt das, weil Mutter und Kind ist miteinander verbunden. Und in diesem Geburtswasser im Mutterleib, Wasser, das ist auch Gefühlen, die Mutter überträgt ihre eigenen Gefühle während die Schwangerschaft auf das Kind. Und weil hier die Mond im Mondknoten ist im Horoskop, da musste etwas passieren während die Schwangerschaft, dass deine Mama etwas erlebt hat, was ihren Gefühlen beeinflusst hat. Und diesen Gefühlen wurde übertragen. Und das kann Erinnerungen sein, das kann auch bedeuten, dass sie das Gefühl hat, jetzt fehlt sie ein tiefes Loch oder hat sie Angst bekommen, etwas hat das ausgelöst. Hier hast du aber eine Lernaufgabe, weil Mond hier im 12. Lebensbereich fühlt sich immer noch wie im Mutterleib. Es ist zwar sehr geheimnisvoll und du hast die tiefe Intuition in dir. Das sind Begabungen auch. Das ist sehr, sehr geheimnisvoll. Und du stehst mit Mondkraft, mit Mondenergie in eine sehr innige Verbindung, weil Mond steht ganz nah zu deinem Aszendent und das ist dein Geburtsmoment. Also Mond war in die Nähe. So könnte ich das mal beschreiben. Du kannst mit Mondkraft, mit Mondenergie arbeiten oder Heilung bringen. Du hast eine innige Verbindung. Und das sind deine Geheimnisse, das sind deine Talente, deine Fähigkeiten.
Deine Spiritualität, deine Intuition, das kannst du aktivieren auf jeden Fall. Aber Mond fühlt sich in dein Leben so an, wenn das immer noch im Mutterleib wäre. Und das ist dein Gefühlszustand, die Empfängnis, die Mütterlichkeit, ein Zuhause zu haben, diese Empfängnis, alles, was du brauchst im Leben, befreie das. Befreie dein Mondenergie und lebe die Mütterlichkeit, die Fürsorglichkeit, lebe deine Intuition, deine Träume. Mond steht auch in enger Verbindung zum Träumen. Verwirkliche deine Träume, dann ist die für diese Mondenergie, fühlt sich das so an wie Neugeburt. Wenn das wie ein Neugeboren wäre, befreist du dich. Weil Mond steht hier im Schattenseite. Und ich bin sicher, dass dadurch verbessert sich der Kontakt sogar zu deiner Mama. Und jetzt die Mondhäuser. In indischer Astrologie gibt es auch Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dein Aszendent ist Steinbock und dieser Mondhaus heißt Dhanishta. Und hier sind Prozesse, deine Wünsche, deine Vorstellungen, das im Begriff definieren. Ja, du sollst das konkret beschreiben, was du wünschst. Du brauchst eine Vorstellung. Das sind deine Wünsche, die Ideenreichtum, die Ideen, was möchtest du erreichen im Leben. Und das auf den Punkt zu bringen, nenne das, was ist das konkret? Nomen est omen. Beschreibe das. Und dann setzt du das als Ziel und glaube daran. Und die Steinbock hilft dir, das zu erreichen. Sonne ist hier im Jungfrau. Und die Mondhaus heißt Chitra und das bedeutet Balancepunkt. Du brauchst die inneren Gleichgewicht und wird von Spica bestrahlt und das ist die Weizenehre der Jungfrau und das wurde bei Römer verehrt und das bedeutet, alles was du siehst, das erntest du auch. Das kommt diese Ernte in dein Leben. Mond befindet sich im Schütze hier. Und dieses Mondhaus heißt Mula, übersetzt bedeutet das Fundament, Basis. Das in Ordnung zu bringen. Mond steht in Verbindung zu deinen Träumen, zu deiner Intuition, zu deinen Gefühlen, aber auch zu deiner Mutter oder deiner Mütterlichkeit. Und das ist das Zentrum, das ist die Basis. Und hier ist wichtig, das Befreien, deine Wünsche, deine Träume zum Leben. Und dadurch verbessert sich die Verbindung zur Mutter. Und weil deine Mama weiß, das, was du brauchst, weil hier habt ihr karmische Verbindung. Deine Mama weiß das ganz genau, vielleicht unbewusst, sie macht sicherlich keine Gedanken, aber unbewusst weiß sie, dein Lebensweg ist dafür da, dass du deine Träume verwirklichst. Und das musst du alleine tun, ganz alleine. Und die lasst dich auch alleine. Und wenn du das verstanden hast und fangst an, deine Träume verwirklichen und glaubst daran, weil wirklich das ist die Zentrum in dein Leben und lebst hier deine Kreativität und deine Lebensfreude und stehst zu deinen Werten, deine Mama wird das spüren, dass du das verstanden hast und wird eine bessere Kontakt da sein. Mars ist im Krebs hier und dieser Mondhaus heißt Ashlesha. Ashlesha bedeutet übersetzt Schlangenenergie. Genau das, was ich hier bei Skorpion erzählt habe, die zwei Schlangen. Und handelt sich mit Gefühlen. Skorpion ist Wasserelement, Krebs ist Wasserelement und das steht zu unseren Gefühlen. Die eine Schlange ist Angst, Zweifel, Schuldgefühl, manchmal sogar Eifersucht. Die anderen Schlangenenergie ist Liebe, Begeisterung. Und das ist dieser Unterschied. Und dieser Mondhaus, wo Mars befindet und das wirkt auf dein Liebesleben,
heißt klar und deutlich, achte auf deinen Gefühlen. Verabschiede von negativen Gefühlen, übergehe auf die positiven Gefühle, trenne dich von negativen Gefühlen wie Verlust, Angst oder Schuldgefühl und dann verbessert sich die Liebe, Partnerschaft. Merkur ist im Jungfrau. Merkur zeigt das praktische Wissen und hier hat eine wichtige Botschaft für dich. Dieser Mondhaus heißt Hashta und das bedeutet übersetzt Handlungen und wird von Vindamiatrix bestrahlt. Vindamiatrix ist die Weinleserin und zeigt uns Lebensfreude. Wenn du das lernst, dann hast du alles im Griff. Jupiter ist hier im Stier. Kritiker heißt dieser Mondhaus und hier sind die Hyaden und Plejaden und bilden sich den goldenen Tor der Ekliptik. Und ich kann das vergleichen mit Frau Holle. Genau diese Geschichte wird da berichtet. Und das heißt, hier übergehen wir in diesem goldenen Tor die Ekliptik, begegnen wir uns mit Hyaden und Plejaden, die sind die Regengeschwister, und diesem Tor regnet es. Und wir entscheiden uns, sind wir die Pechmarie im Leben oder sind wir die Goldmarie im Leben? Welche Lebenseinstellung haben wir denn? Sind wir immer niedergeschlagen und haben das Gefühl, wir haben versagt im Leben und haben diese Lebenseinstellung, dann sind wir die Pechmarie. Dann regnet Pech und die Probleme werden größer. Wenn wir eine optimistische Lebenseinstellung haben und genießen wir das Leben, dann sind wir die Goldmarie und regnet Gold. Und das vermittelt hier Jupiter und Jupiter zeigt die Weisheit. Venus im Löwe befindet sich im Mondhaus Purva Palguna, hier im Löwe, aber nicht nur Venus, sondern auch Uranus und Pluto, alle drei. Alle drei sind im selben Mondhaus und dieses Mondhaus vermittelt, es war früher mal etwas. Etwas ist geschehen früher, vielleicht in Kindheit, vielleicht in früheren Leben. Das musst du jetzt reifen lassen, du brauchst Geduld. Und dann bringst du zum Vollendung. Und das ist deine Kreativität, deine Weiblichkeit und Venus ist auch die Planet der Liebe. Du lebst all das, was du liebst. Saturn befindet sich hier im Mondhaus Dhanishta und zeigt, was ist deine Lernaufgabe. Deine Lernaufgabe ist konkret beschreiben, was sind deine Werte, was sind deine Ziele, was sind deine Ideen, was willst du erreichen und dann das Vollenden. Neptun ist im Waage hier und die Mondhaus heißt Vishaka, das ist ein Feuergöttin. Und das ist die Feuer, was im Tempel ist, Tempelfeuer. Das hat eine reinigende Wirkung. Und wenn du vorstellen kannst, dass deine Seele in dein Inneren ist und braucht auch einen Raum, ich nenne das als inneren Tempel, dann brennt hier dieses Feuer, dieses Tempelfeuer und das ist deine Begeisterung. Feuerelement ist die Begeisterung. Lass das brennen, all das, was dich begeistert. Leb deine Träume, sei kreativ. Die Verbindungen. Sonne steht zu Neptun, eine schöne Verbindung. In die Nähe. Sonne unterstützt die Neptun-Energie, Neptun unterstützt die Sonne. Das heißt, leb deine Träume, du brauchst eine Vision, eine Vorstellung, leb deine Kreativität, bring das ins Licht, das in die Öffentlichkeit, wage etwas, mach das lebendig, das ist Lebenskraft. Mond steht exakt hier auf diesem Mondknoten und mit deiner Mama hast du diese karmische Verbindung. Mars steht mit Merkur in einer schönen Verbindung. Das heißt, du hast die Kraft, die Energie und du lernst auch vieles. Du bist sehr, sehr intelligent und damit kannst du dich beweisen im Leben. Merkur steht auch mit Pluto in einer schönen Verbindung. Du hast auch die Kraft, vieles loslassen. Du hast es.
Pluto ist auch die innere Kraft und das heißt die Überzeugungskraft. Mars steht mit Pluto in schöner Verbindung, Merkur auch in einer schönen Verbindung. Also Pluto wird sehr gut bestrahlt und das ist eine innere Kraft, eine Überzeugungskraft. Spannungsaspekt hast du nur zwischen Sonne und Mond, das ist das Halbmondposition, und du hast noch einen Quinkungsaspekt. Und das erkläre ich, weil das hat auch eine Bedeutung. Mond und Jupiter, die beiden stehen in einer Quinkungsverbindung. Das bedeutet, ich kann das bildhaft so beschreiben. Stell dir vor, es ist ein Pendel von vor dir und dieser Pendel ist unbeweglich. Und jemand fragt dich, du sollst sagen, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen. Was wirst du dann antworten? Du würdest sagen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Woher sollte ich das wissen? Vielleicht links, vielleicht rechts. Vielleicht bewegt sich gar nichts. Das ist dieser Vielleicht-Aspekt, nennt man das. Und diese Verbindung hast du zu deiner Mama, wo du sagst, ich weiß nicht, wo ich dran bin, ich habe keine Ahnung, ich kann das gar nicht einschätzen. Aber lebe dein Selbst und das ist die Zentrum und befreist du von dieser Unsicherheit. Jetzt kommt noch dieses Bild in die Mitte und das hat mit tibetischen Astrologie was zu tun, volle Symbolsprache. Hier herrscht Mars. Also in tibetischen Astrologie wird besagt, dass in dein Leben die Mars-Energie wirkt. Und das ist eine Kraft, wie du dich durchsetzt im Leben, wie du dich behauptest. Aber auch eine männliche Person spielt eine große Rolle. Dieses Bild in die Mitte vermittelt dir Kreativität, Großzügigkeit, du bist einzigartig, originell, zeigt deine künstlerische Begabung, du arbeitest auch gerne mit anderen, aber manchmal diskutierst du gerne und du bist eine gute Lehrerin, du kannst andere belehren von etwas, da hast du die Begabung, du bist aktiv und du hast ein gutes Gespür zum Finanzen. Die Energie nach außen ist die Feuerenergie und Holzenergie. Einmal kommt die Feuer, das ist der Impuls, setzt alles in Bewegung, die Holz sagt, mach langsam, das ist eine langsame Wachstum. Du brauchst Geduld, sonst verbrennt das alles. Die Zahlen haben auch eine Bedeutung und das heißt, du brauchst Sicherheit, Stabilität und Struktur. Aber du traust es nicht zu oder brauchst Rat von anderen. Es kommen immer wieder Einflüsse von außen und du lässt es auch zu. Ist aber nicht gut, sondern triff selbst die Entscheidungen. Die Farben in die Mitte haben auch eine Bedeutung. Grün steht für Erdelement und das zeigt die Bedürfnisse nach Sicherheit, Stabilität, Struktur. Diese Hellgrün ist zum Holzelement, das ist die Wachstum und die Geduld, diese langsame Wachstum und das gibt dir dieser Sitz, das gibt dir die Basis. Die rote Farbe, dieses Feuerelement ist weniger. Das heißt, nicht stürmisch handeln, nichts übertreiben, sondern sei geduldig. Das ist ein langsames Wachstum und so kommst du auch ins Ziel. Deine Glückszahl ist die Zahl 6 im Metallelement und das heißt die Erinnerungen. Erinnerungen an die Kindheit, Erinnerungen, vielleicht karmischen Erinnerungen, da brauchst du die Reinigung. Die Zahl in die Mitte ist die Zentralthema in dein Leben, das ist die Zahl 9 im Feuerelement und das heißt, wenn du zu spontan, zu stürmisch handelst, stoßt in deinen eigenen Grenzen. Und dein Schicksalszahl ist die 3 im Wasserelement, handel intuitiv und verstehe die Zusammenhänge, schau beide Seiten die Münzen an, überprüf etwas. Oder such Verbindungen, die Unterstützung kommt, aber intuitiv, hör auf dein Gefühl. Wenn du dabei ein gutes Gefühl hast, dann pfleg diese Verbindung, dann kann was entstehen, das ist dein Werk. Aber das geht alles über Wasser, über deine Gefühle, über deine Intuition. Liebe Seirialide, ja, jetzt stolper ich mit die Namen, ich möchte mich bedanken, für deine Treue.
Und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.